Komm mit, wir gehen in den Zauberwald zu Maluna Mondschein. Du weißt doch noch, wo der Zauberwald ist? Genau dort hinten und kurz hinter dem Horizont noch ein kleines Stückchen weiter. Und hier sind wir schon, vor der Tür der Gute-Nacht-Fee Maluna Mondschein. Himmelblitzgewitter nochmal, wo bleibt ihr denn? Ich will euch doch heute zeigen, wie man märchenhafte Milchbonbons macht. Ja, Bonbons kann man selber machen. Natürlich keine mit Himbeer-Knoblauch-Geschmack. Iiii. Und fürs Erste auch nicht in rosa. Schade. Und mach das auch nicht allein. Lass dir von einem Erwachsenen helfen. Erstmal die Zutaten. Du brauchst 300 Gramm Zucker, 125 Milliliter kochendes Wasser, einen Esslöffel Butter, 125 Milliliter Sahne, ein Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz. Außerdem eine flache Auflaufform. Die legst du mit Backpapier aus. Jetzt geht's aber los! Den Zucker lässt du in einer beschichteten Pfanne ganz langsam schmelzen. Wenn der Zucker hellbraun ist, rühren und nach das kochende Wasser dazugießen. Aber aufpassen, das spritzt! Alles so lange kochen lassen, bis das Wasser fast wieder verdampft ist. Und immer schön rühren. Rühren, rühren, rühren. Jetzt kannst du die Butter, die Sahne und den Vanillezucker unterrühren. Diese Mischung musst du jetzt so lange köcheln lassen, bis sie dick wird. Und dann wieder rühren, rühren, rühren. Aber sei vorsichtig. Die Bonbonmasse darf nicht anbrennen. Sonst gibt es einen ekligen Geschmack. Sogar Schwester Rot hat am Anfang säckeweise Zucker verbraucht und bestimmt 20 Töpfe verbrannt, bis sie die Mischung für ihre Bonbons hatte. Ich rühre jetzt schon eine halbe Stunde. Dann müsste die Bonbonmasse jetzt fertig sein. Du kannst sie auf das Backpapier schütten und glatt streichen. Wenn die Masse schnittfest ist, schneidest du sie in kleine Quadrate. Noch was. Manchmal werden die Bonbons kauweich und manchmal lutschhart. Aber schmecken tun sie immer tippeltoll. Mmh, lecker.